Willkommen zum fünften Lauf des European Truck Racing Championship in Ungarn. 7 Wochen Pause liegen hinter dem Traktros. Mit sommerlichen Temperaturen lädt die reizvoll an der Donau gelegene Hauptstadt Budapest zur zweiten Saisonhälfte ein. Knapp 20 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt ist der 1986 eröffnete Hungaroring Austragungsort der 4 Europameisterschaftsrennen des Wochenendes. Doch bevor es auf dem 4,381 Kilometer langen Rennkurs richtig zur Sache geht, geht es erst einmal in die City. Am Donnerstagnachmittag macht sich der Tross der Renntrucks auf eigene Achse auf den Weg zu den Fans. Begeistert bereiten sie den Fahrern der ETRC einen beeindruckenden Empfang. Im Fokus des Interesses ganz klar der Lokalfavorit Norbert Kiesch. Es ist wirklich fantastisch, dass sich in den letzten Jahren immer mehr Menschen in Ungarn für Truckrennen begeistern. Und ich freue mich sehr auf ein tolles Rennwochenende. Nachdem die unzähligen Autogrammwünsche erfüllt sind, fahren die Trucks wieder begleitet per Polizeieskorte über die Autobahn zurück zur Rennstrecke. Mit nur einem Punkt Führung ist der tschechische Bugira-Pilot Adam Latzko an den Hungaroring gereist. Sein Ziel ist es, die Tabellenführung zu verteidigen. Wo wir stehen, sehen wir morgen nach dem Zeittraining oder den Rennen. Ich hoffe, es wird ein gutes Wochenende für uns. Jochen Hahn, der ärgste Verfolger von Latzko. Harte und doch zugleich von Fairness geprägte Duelle liegen bereits hinter den beiden Rivalen. Hier in Ungarn rechnet sich der deutsche MAN-Pilot gute Chancen aus, den Spieß in der Meisterschaft wieder umzudrehen. Wir hatten 4 Testtage, damit wir noch ein paar Sekunden auf der Strecke finden. Adam ist aber ein harter Konkurrent und wir müssen noch ein wenig schneller werden. So Jochen Hahn. In Wahrheit dreht sich in Ungarn jedoch eigentlich alles um Norbert Kiesch. Der letztjährige Champion ist der Lokalmatador. Wo immer er auftaucht, wird er schnell von Fanscharen umgeben. Nach seinem schwierigen Saisonstart mit neuem Team und neuem Trakt freut sich Kiesch auf den Heim-Grand Prix. Die Strecke hat sich seit dem letzten Jahr weiterentwickelt und somit auch die Rundenzeiten. Es gibt einen neuen Fahrbahnbelag und neue Curbs. Der Grip ist richtig gut, unser Setup noch nicht ganz. Wir haben Probleme mit den Fahrbahnunebenheiten, doch auch Ideen, was wir noch ändern können. Und außerdem weitere Trainingssessions. Den Platz von Norbert Kiesch im ungarischen OXO Energy Truck Race Team hatte zum Saisonbeginn der Brite Ryan Smith eingenommen. Schon mehrfach konnte der Führende der britischen Truck-Meisterschaft in dieser Saison seine fahrerische Klasse zeigen. Beim Heimrennen seines Teams möchte er unbedingt daran anknüpfen. Alles ist hier möglich. Wir sind schnell und das werden wir morgen auch unter Beweis stellen können. Aber es geht immer nur Schritt für Schritt voran. Das Team ist fantastisch und die Rennstrecke beeindruckend. Wir müssen die wenigen Chancen, die wir haben, nutzen, da es hier wirklich eng zur Sache geht. Aber wir drücken die Daumen. Eine perfekte Ausgangssituation für den ersten Lauf des Tages sichert sich Jochen Hahn bereits im Zeittraining. Er behauptet die Superpole für sich und steht am Samstagmittag ganz vorne im Grid. Jeder kennt die heißen Rennen und ich denke, wir haben das beste Setup dafür gefunden. Ich hoffe, wir können ein paar Punkte gut machen. Eine kleine Überraschung neben ihm. Ryan Smith schafft es mit der zweitschnellsten Trainingszeit ebenfalls in die erste Startreihe und ist sichtlich positiv gestimmt. Auf Startplatz 3 der französische MAN-Pilot Anthony Janiek. Er hat in dieser Saison schon mehrfach seinen Kampfgeist bewiesen. In der zweiten Startreihe neben ihm Norbert Kiesch. Er wird alles dran setzen, vor dem heimischen Publikum weiter nach vorne zu kommen. Der Meisterschaftsführende Adam Latzko nur auf dem 5. Startrang.
Bei der Zeitenjagd um die Startpositionen konnte er noch nicht seine volle Stärke zeigen. Wir haben kleine Probleme mit dem Setup, weil es hier einen neuen Asphalt gibt und das wird schwierig werden. Wir wissen nicht genau, was wir tun müssen. Wir haben ein paar Änderungen gemacht und werden es dann nach dem Rennen sehen. Now we change something. It's risk or we don't know. And we will see after the race. Der fliegende Start. Jochen Hahn bleibt in Führung. Ryan Smith reiht sich dahinter ein. Janiek und Kisch im Kampf um die dritte Position berühren sich leicht. Janiek setzt sich gegen Kisch durch. Dahinter der Tabellenführer Adam Latzko. In der nächsten Kurve dann kracht es zwischen Alan Lohr, Steffi Halm und Jiří Forman. Halm dreht sich, Forman ist an der Front beschädigt und Alan Lohr am Heck. Große Rauchentwicklung am Truck von Alan Lohr nach dieser Kollision. Der Kotflügel schleift am Hinterrad. An der Spitze des Feldes hängt Smith im Heck von Hahn. Es folgen Janiek, Kisch und Latzko. Steffi Halm ist durch die Startkollision bis auf die letzte Position zurückgefallen und startet eine beeindruckende Aufholjagd. Am Ende der zweiten Runde kommt Jiří Forman an die Box. Als Folge der Startkollision ist das Rennen für ihn bereits gelaufen. An der Spitze setzt sich Hahn ein wenig von Smith ab. Dafür ist Kisch an Janiek dran. Der Ungar möchte unbedingt bis aufs Podium vorfahren. Am Ende der dritten Runde setzt sich Kisch auf der Innenbahn neben Janiek. Der Franzose hat das Nachsehen. Kisch zieht vorbei und ist damit neuer Drittplatzierter. Der Vorwärtsdrang von Kisch ist noch nicht gestillt. Angefeuert von tausenden ungarischen Fans macht er in der nächsten Runde Jagd auf den Briten, auf Ryan Smith. Zeitgleich ist Steffi Halm erfolgreich bei der Aufholjagd. Die Top 8 sind das Ziel. Im nächsten Rennen wird von Platz 1 bis 8 in umgekehrter Reihenfolge gestartet. Hier möchte sich Halm in eine gute Ausgangslage bringen. Die letzte Runde läuft. Hahn hat einen deutlichen Abstand auf die Verfolger und steuert einem ungefährdeten Sieg entgegen. Kisch mit dem erwarteten Angriff auf Smith. Der fährt eine ungünstige, weite Linie, lässt so die Tür für Kisch weit offen. Eine Einladung, die der amtierende Meister sofort nutzt und damit den zweiten Platz übernimmt. Somit Jochen Hahn mit dem Sieg beim ersten Ungarnlauf. Damit übernimmt er zugleich die Führung in der Meisterschaftstabelle. Das sieht alles leicht aus, aber es ist ein harter Kampf. Ich war jede Runde am Limit. Ich hatte Glück, da Ryan in einen Kampf mit Norbert verwickelt war. Und somit konnte ich ein bisschen Boden gut machen. Ich bin glücklich. Kisch somit auf dem zweiten Podiumsrang vor dem drittplatzierten Smith. Noch ein kurzer Blick auf das Endergebnis des ersten Rennens in Ungarn. Janiek wird Vierter vor Latzko. Sechster wird Gerd Körber auf Platz 7. Kommt nach toller Aufholjagd Steffi Halm ins Ziel. Und mit Platz 8 sichert sich Franki Wojciechek die erste Startposition für das zweite Rennen in Ungarn. Startaufstellung Rennen 2 und wie erwähnt, Franki Wojciechek ganz vorne im Grid. Ich bin absolut glücklich, mit der achten Position im ersten Rennen und beim zweiten Rennen auf der Pole Position zu stehen. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal auf Position 1 gestanden habe. Ich glaube, vor 2 Jahren in Zolder. Auf Startplatz 2 lauert Steffi Halm jedoch darauf, so früh wie möglich an Wojciechek vorbeizugehen. Ich hoffe, ich kann den Start gewinnen und eine Lücke zwischen mir und den anderen schaffen. Ich möchte so viele Punkte wie möglich mitnehmen. Einführungsrunde, letzte Kurve, das Feld formiert sich. Die Ampel auf grün, Startfreigabe, Sprint der Drehmomentmonster in Richtung Kurve 1. Wojciechek kommt gut weg, behauptet die Führung gegenüber Halm. Latzko und Körber sind nebeneinander, leichte Berührungen. Im Hinterfeld geraten André Kursim, Alan Lohr und Sascha Lenz aneinander. Lenz und Lohr bleiben dabei einen Moment lang ineinander verkeilt auf der Strecke stehen.
Zurück zur Spitze. Wojciechek vor Halm und dahinter der Angriff von Latzko. Auf Körber ebenfalls im Kampf. Smith und Kisch. Janiek auf Platz 5, kommt zu weit raus, hat Mühe, seinen Truck einzufangen. Wojciechek verteidigt auch in den nächsten Kurven seine Führung gegen Steffi Halm, die aber mächtig Druck macht. Gerd Körber und Anthony Janiek geraten kurz aneinander. Das Manöver kostet nur ein paar Plastikteile am Lion Racing Truck. Anschließend ist auch Kisch im Kampf mit dem Franzosen. An der Spitze startet Halm nach der ereignisreichen ersten Runde einen Angriff auf Wojciechek, doch der pariert. Dahinter dann kracht es zwischen Ryan Smith und André Kursim. Während um Platz 4 ein Dreikampf zwischen Körber, Janiek und Kisch entbrannt ist, macht an der Spitze Wojciechek kurz vor dem Ende der zweiten Runde einen Fehler, den Halm direkt nutzt und die Führung übernimmt. Auch Latzko wittert seine Chance, setzt sich auf der langen Start- und Zielgeraden neben seinen Landsmann. Doch der hat die Innenlinie und bleibt auf Position 2. Das Duell des dienstältesten EM-Piloten und des zu diesem Zeitpunkt Zweitplatzierten der aktuellen Meisterschaft bestimmt in den nächsten Runden das Geschehen. Steffi Halm setzt sich ab und hinter Wojciechek lauert eine ganze Reihe Verfolger, die auf die Chance warten, irgendwie am Tschechen vorbeizukommen. Gerd Körber wird ungeduldig, weil Latzko weiterhin festhängt. Er greift den Freightliner-Piloten an und zieht vorbei auf den dritten Platz. In der Kurve vor Start und Ziel setzt sich Kisch innen neben Latzko, kommt besser auf die lange Gerade und übernimmt so den vierten Rang. Körber erhöht den Druck auf Wojciechek, klopft am Heck des Zweitplatzierten an, doch der MAN-Pilot verteidigt seine Position eisern. Dafür bekommt Körber nun Besuch von Kisch. Der lehnt sich unsanft an seinem Heck an und drückt sich vorbei auf Rang 3. Körber wiederum muss sich nun eines Angriffs von Latzko erwehren. Er fährt weit raus und fällt auf Platz 5 zurück. Währenddessen fährt Steffi Halm dem Feld immer weiter davon. Dahinter geht es wesentlich enger zur Sache. Kisch klopft mehrfach bei Wojciechek an. Latzko, Körber sowie Hahn geraten aneinander. Körber wird auf den sechsten Platz zurückgereicht und gerät zunehmend unter Druck von Janiek. Der Franzose presst sich am Iveco-Piloten vorbei. Kurze Zeit später ein Verbremser von Körber. Er reiht sich weit hinten wieder ein. Hinter Wojciechek wird es noch einmal richtig eng. Hahn versucht, Plätze gut zu machen, verbremst sich und kracht in Kisch hinein. Drückt auch Latzko nach außen, Nutznießer der Situation. Janiek und Smith. Doch lange Zeit kann sich Janiek nicht am dritten Platz erfreuen. Denn schon eine Runde später setzt sich Kisch mit Nachdruck daneben und holt sich Platz 2 zurück. Völlig ungefährdet und mit enormem Vorsprung geht Steffi Halm über die Ziellinie, holt sich einen weiteren Sieg nach ihrem Erfolg am Nürburgring beim Heimrennen. Nachdem er 11 Runden lang die Meute hinter sich gehalten hat, biegt Wojciechek zum letzten Mal als Zweitplatzierter auf die Start- und Zielgerade ein. Und was dann folgt, wird für viele Diskussionen sorgen. Kisch berührt Wojciechek am Heck. Der schlägt unsanft in die Boxenmauer ein. Die Situation zwischen Wojciechek und Kisch nochmal in Zeitlupe. Wojciechek ist in Front, Kisch berührt den MAN am Heck. Wojciechek verliert die Kontrolle über seinen Truck und landet in der Wand. Noch einmal die Kollision aus der Onboard-Perspektive von Kisch. Auf dem Podium die dominante Siegerin Halm auf 1, Janiek auf 2 und Kisch auf 3. Doch der Zielunfall sorgt im Hintergrund für Diskussionen.
Ich habe die ganze Zeit zu ihm nach hinten geguckt. Ich war wirklich überrascht, dass er so gut war. Es ist wirklich schade für ihn, dass er so einen harten Unfall hatte. Der zweite Platz wäre für ihn perfekt gewesen. Der Truck von Wojciech wird geborgen und zurück in das Teamzelt des Czech Truck Racing Teams gebracht. Ein sichtlich enttäuschter Frankie Wojciech kommt nach dem Checkup im Medical Center zurück zu seinem Team. Das ist nicht richtig. Wenn man auf Platz 2 und Platz 3 liegt, ist jeder ein Gewinner. Warum hat mich Norbert nicht als Zweiter ins Ziel kommen lassen? Platz 3 für ihn ist doch auch ein Podiumsplatz. Every driver to win. But is why not let me second and Norbert in third position? It's also to podium. Das Rennwochenende ist also beendet für den Tschechen. Ein wenig anders sieht die Situation der Mercedes-Pilot Kisch. Wir sind in die letzte Kurve hineingefahren. Ich habe gesehen, dass ich keine Chance mehr habe, da es die letzte Runde ist und wir kurz vor der Zielflagge sind. Doch er hat nicht richtig aus der Kurve raus beschleunigt und hat versucht, innen zu bleiben. Und das ist der Grund, warum ich ihn berührt habe. Ein Blick auf das Endergebnis. Lange tagen die Sportkommissare und verwarnen Kisch für die Kollision. Einen Einfluss auf das Resultat hat das jedoch nicht. Platz 4 geht an Latzko, 5. wird Smith und mit Platz 6 sichert sich Jochen Hahn genug Punkte, um weiterhin in der Meisterschaft die Gesamtführung zu behaupten. Ein aufregendes Ende des Rennsamstags also am Ungaroring. Zwei weitere Rennen warten am Sonntag auf die Fans. Und die strömen in Scharen an den Ungaroring. Das Fahrerlager ist voll. Im ETRC Fan Village gibt es erneut Action für Groß und Klein. Und der Andrang bei der Autogrammstunde nimmt vor allem rund um Norbert Kisch kein Ende. Der kann auch sportlich glänzen. Schnellste Zeit beim morgendlichen Kampf um die Pole Position und damit beste Voraussetzungen für das anstehende Rennen. Ich glaube, Jochen hat den besten Motor im Feld. Wir werden sehen. Ich versuche, den Start so gut wie möglich umzusetzen. Wir müssen auf den ersten Metern viel schalten und ich versuche, die Schaltpunkte so gut wie möglich zu treffen. Dann werden wir sehen, wohin uns das führt. Ich glaube, der Start wird wirklich hart. Neben Kisch in Reihe 1 Jochen Hahn. In der nächsten Reihe Adam Latzko und Anthony Janiek. Zwei Damen, dann in Reihe 3 Steffi Halm und Ellen Lohr. Startfrei zu Rennen 3. Kisch auf der Innenbahn und Hahn außen. Das Duell um Kurve 1. Hahn kommt besser weg, zieht an Kisch vorbei in Führung. Latzko befreit sich aus der Zange von Janiek und Halm und ist somit auf der dritten Position. Hahn also in Führung vor Kisch, Latzko, Janiek, Halm und Smith. Dahinter ein enger Dreikampf zwischen Körber, Lohr und Lenz. Ryan Smith erhöht den Druck auf Steffi Halm und geht nach 4 Runden an der Siegerin des zweiten Rennens vorbei. Platz 5 nun also für den Briten. Doch das reicht Smith noch nicht. Runde um Runde pirscht er sich näher an Anthony Janiek in seinem Lion Truck Racing MAN heran und zeigt sich in dessen Rückspiegel. Doch am Ende der Start- und Zielgeraden kommt Smith weit von der Ideallinie ab. Halm schlüpft innen vorbei und übernimmt seine Position. Smith hat technische Probleme, wird zeitweise langsamer. Doch auch bei Steffi Halm läuft es nicht nach Plan. Ihr Lenkgetriebe macht Probleme und so fällt auch sie zurück. An der Spitze bekommt man von all dem nichts mit. Die Plätze sind hier bis ins Ziel gesetzt. Jochen Hahn gewinnt vor Norbert Kisch und Adam Latzko. Ich habe heute einen unglaublich guten Motor und auch die Schaltvorgänge haben alle gepasst. Direkt nach der grünen Ampel musst du schnell schalten und danach hast du viel Zeit zum Überholen. Norbert ist lange Zeit im 7. Gang und das habe ich gehört und gedacht, okay. Freude bei den ersten 3 also auf dem Podium. Und hier noch einmal das komplette Rennergebnis. Ellen Lohr schafft es am Ende noch auf den 4. Gesamtrang. Ein Top-Ergebnis für die ehemalige DTM-Fahrerin. Platz 5 für Sascha Lenz
und Rang 6 trotz technischer Probleme noch für Ryan Smith. Steffi Halm aufgrund des Defektes am Truck nur auf Platz 13. Drei Rennen in Ungarn liegen hinter uns. Das letzte Duell zwischen den beiden Meisterschaftsaspiranten steht bevor. Jochen Hahn dankt der zwei Siege vorne in der Meisterschaft wieder mit einem kleinen Polster auf Latzko. Doch der lauert nur drauf, dass Hahn einen Fehler macht. Startaufstellung zum letzten Rennen des Tages. Ganz vorne im Grid Alt-Champion Gerd Körber. Aufgrund einer Zeitstrafe im dritten Rennen wurde er Achter. Sein Glück im Unglück dank Reverse Grid im zweiten Rennen des Tages bedeutet das die Pole Position für ihn. So weit vorne stand der Iveco-Pilot schon sehr, sehr lange nicht mehr. Im ersten Rennen heute hatte ich viel untersteuern. Wir wissen nicht, ob wir das Problem gelöst haben oder nicht. Ich bin gespannt, was ich jetzt schaffen kann. Ich bin jetzt 53 Jahre alt und weiß nicht, ob ich noch die Nerven hierfür habe oder nicht. Okay, I am 53 years old now. I don't know, I have the nerves or not. Bugira Freightliner-Pilot Jiří Forman auf Platz 2. Dahinter Ryan Smith und Sascha Lenz. In der dritten Reihe Alan Lohr und Adam Latzko. Reihe 4 Norbert Kisch und Jochen Hahn. Der Start. Gerd Körber schon einige Tracklängen vor Forman, als es auf die lange Gerade geht. Das Rennen ist freigegeben. Körber zieht davon und Ryan Smith geht an Forman vorbei auf die zweite Position. Lohr, Forman und Lenz versuchen zu dritt durch die Kurve zu gehen. Forman setzt sich jedoch durch und Lenz reiht sich hinter Lohr ein. Was machen die Meisterschaftsführenden? Adam Latzko liegt nach dem Start auf Rang 6, während Hahn einen Platz verloren hat und nur noch Neunter ist. Latzko setzt Lenz enorm unter Druck und schafft es auch, am Abschleppunternehmer vorbeizugehen. Das lockt Nachahmer. Auch Kisch legt sich Lenz zurecht. Doch so einfach macht er es dem Ungarn nicht. Mehrfach berühren sich beide Trucks. Doch Kisch setzt sich durch, während hinter Lenz auch Hahn in Lauerstellung geht. Das Führungsduo Körber und Smith nutzt diese Scharmützel hinter ihnen, um sich ein wenig Abstand zu verschaffen. Jochen Hahn geht kurze Zeit später ebenfalls an Sascha Lenz vorbei und übernimmt damit Platz 8. Jede Position bringt wertvolle Punkte für die Meisterschaft. Und die möchte sich auch Latzko sichern. Im Fernduell mit Hahn ist er bei diesem Lauf im Vorteil. Er kassiert Alan Lohr am Ende der langen Geraden. Nur kurze Zeit später lässt ihn auch sein Teamkollege Forman ohne Gegenwehr vorbei. Damit liegt er auf der dritten Position, während Hahn hinter Kisch auf Platz 8 festhängt. Harter Kampf zwischen Alan Lohr und Anthony Janiek. Lohr weit draußen im Dreck, Kisch und Hahn nutzen die Situation und schlüpfen durch. Und nachdem Kisch den Druck auf Janiek immer weiter erhöht, sieht der sein Heil in der Flucht nach vorne. Forman mit schlechter Linienwahl und Janiek besser auf der Bremse. Er setzt sich neben den Tschechen und zieht vorbei auf Platz 4. Kurz vor dem Ende des Rennens schafft es Kisch noch an Forman auf Platz 5 vorbeizugehen. Letzte Kurve, dann folgt die schwarz-weiß karierte Flagge. Gerd Körber geht somit als erster über die Ziellinie, gefolgt von Ryan Smith und Adam Latzko. Die Freude bei Körber ist groß, doch sie ist nicht von langer Dauer. Auf dem Podium kann der dreimalige Europameister seinen Sieg noch genießen. Leider erst nach dem Rennen wird beim Auslesen der Geschwindigkeitsdaten festgestellt, dass Gerd Körber, Ryan Smith und Alan Lohr vor der Startfreigabe zu schnell waren. Alle drei bekommen eine Zeitstrafe. Sieger des Rennens wird so Adam Latzko vor Anthony Janiek und Norbert Kisch. Körber aufgrund der Zeitstrafe damit nur noch Achter, Smith Neunter. An der Meisterschaftsspitze sind es nach einem starken Wochenende von Hahn 13 Punkte, die ihn und Adam Latzko voneinander trennen.
Der nächste Lauf in Tschechien ist der Heim-Grand Prix für Adam Latzko. Er wird alles dran setzen, Hahn die Führung im Titelkampf wieder abzunehmen. Spannung pur also beim European Truck Racing Championship.